Hey, herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir sind hier schön mitten in der Seeschlacht gelandet. Mal gucken, was... Ach, das ist sogar ein Pirat, okay. Na, ich glaube, das schafft er nicht. Sollen wir dem helfen? Was haben wir denn? Ich glaube, komm, wir gucken mal, dass wir dem helfen. So, pass auf. So. Zack. Ihre Freunde kommen, Captain. Ja, das ist kein Problem. So, den retten wir noch eben. Auf dein Zeichen, Captain. Feuer! Da, Captain, eine Salve genau da rein. Feuer! Kanone bereit. Feuer! Ja! Alles drauf, was wir haben. Dran, Captain. Bring uns weg. Was denn? Wo dran? Feuer! Klappt doch alles. Sieht doch gut aus. Feuer! Ist sie dort, Sir? Das wird sie versenken. Feuer! Oh, warte hier. Wir haben uns, Captain. Ach, gar nichts haben sie. Feuer! Daneben, verdammt! Wie daneben? Mauser, bleib außer Reichweite. Feuer! Schieß dahin, Sir! Feuer! So, haben wir ne. So. Jetzt versenken wir die noch eben. Da ist ihre Schwachstelle. So. Dann passt das doch. Ein Wrack mehr. Dann haben wir unserem Kumpel noch mal geholfen. Ja. Eine Fregatte, die kann nix. So, das ist meins. Was für ein Zusammenstoß, da ist doch nichts mehr. Das ist doch schon alles. Oh, was haben wir da hinten? Auf den Grund des Meeres. Irgendwo war doch da. Warte, was ist das da? Was hat der geladen? Kann ich ihn noch nicht sehen. Müssen wir weiter hin. Müssen wir ein Stückchen heran noch. So. Ja, was habt ihr geladen? Metall. Metall wäre super. Sind da zwei Kriegsschiffe? Kann das sein? Na, was denn? Näher ran. So, komm. Ein Stück hier noch. Holz. Was hat der da? Na, was hat er denn? Holz und Zucker, das interessiert mich nicht. Metall. Oh, das ist gut. Das sind zwei Fregatten, oder was? Ja, die kriegen wir beide weg. Feuer! Das ist kein Problem. Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Ah, der kriegt auch noch einen mit. Verdammt, bist du verrückt, Captain! Feuer! Feuer! Bereit zu feuern! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schieß! So, pass auf. Bereit zu feuern, Feuer! Der Treffer kommt! Feuer! Wieder. So, die ist schon mal weg. Hier wird nicht geentert. Hier wird alles direkt weggeballert. Ihre Schwachstelle ist ungeschützt. Oh, da sind wir irgendwo gegengeballert. Da sind wir irgendwo. Warte mal. Ich muss. Verdammt. Ja, ja. Wir müssen hier rum. Verdammt. Komm schon. So, dann machen wir es damit. Sollen wir entern, Sir? Nein, nein, wir machen das jetzt weg. Feuer! Auf dein Zeichen, Cap! Da ist ihre Schwachstelle! Feuer! Versenken, dann ist gut. Da gehen sie unter. Jawohl. Runter auf den Grund! Runter auf den Grund! Ja, hast du schon mal gesagt. Ja, das war jetzt ganz erfrischend. Wir sind ein paar Tage nicht mehr gespielt. Was man eventuell auch. Was für ein Aufprall? Da ist doch nichts zu Fotze. Was hat er gesagt? Drecksau. Was man vielleicht auch unten links an meinem Realvorrat sehen kann. So, warte mal, was? Ne, das da hinten gehört nicht zu uns, oder? Ach komm, da fahren wir jetzt nicht. Scheiß drauf, wir drehen jetzt. Und fahren zu unserem Ziel.
Ich habe wieder ein wenig mit der Handy-App rumgespielt, habe dann andauernd meine die Flotte losgeschickt, dass sie so ein paar Klamotten wegschippern. Und das bringt schon anständig Kohle. Also das muss man ja sagen. Was hat der geladen? Ach, das ist ein Pirat. Was ist... Oh, warte. Was hat er? Rum und Zucker. Na, interessiert mich nicht. Ich brauche Metall. Das ist das Einzige, was eigentlich interessant ist. Metall. Aber ich weiß nicht, extra nochmal... Sollen wir da nochmal hinfahren? Wo sind... Lass mich mal auf eben auf Karte gucken. Nee, komm, wir sind gleich da. Gucken wir, was der noch geladen hat. Wobei, die habe ich, glaube ich, gerade schon gesehen, oder? Ich meine, ja. Ach komm, wir fahren da jetzt hin. Machen wir mal die Quest weiter. Was hat... Oh mein Gott. Alter, erschreck mich doch nicht so. Scheiß Vieh, ey. Genau, Rum und Zucker. Ach, guck mal. Ganz weit draußen ein kleines Kanonenboot. Das ist ja putzig. Was kommt denn da angeschippert? Noch ein Kanonenboot, wa? Naja. So, dann wollen wir jetzt erstmal hier gucken, was da Sache ist. Warte mal, wie heißt denn die Quest nochmal? Drum, drum, drum. Vertrauen muss man sich verdienen. Alles klar. Mission starten. Wollen wir mal gucken. Wie lautet der Kurs? Principe, Steuermann. Keine Ahnung. Wir segeln zur Küste von Afrika. Wir sind doch gerade in der Karibik, ne? Das ist doch dann schon ein ganzes Stück weg. Okay. Viel Spaß. Das ist schon ein ganzes Stück. Dürfte dem einen oder anderen schon Bart gewachsen sein, bis wir da sind. Was ist denn da passiert? Sag nicht, ich muss da hoch. Sag nicht, ich... Oh mein Gott. Hoffentlich muss ich da nicht hoch. Was passiert denn hier? Was kommt denn da? Alle außer Großbergen! Mit Schmackes, Jungs! Weitere feindliche Segel! Feuer! So, machen wir erstmal das weg. Da ist sie verwundet. Daneben, verdammt! Was daneben? Hat doch gepasst. Kanone bei! Bist du dort, Sir? Das wird sie versenken! Feuer! Naja, versenken. Bereit zu feuern! Gegner, warte. Zack. Haben Schaden genommen. Was für ein Schaden? Das war ja... Killfick. So, das erste. Jetzt noch das zweite hier. Für die Kiste. Oh, mein Gott, was bist du denn? Das wird sie versenken. Oh, lass mir mal ein paar Fässchen liegen. Feuer! Ah ja, der ist jetzt gleich Geschichte. Hab zwar nichts gesehen, aber ich schieß einfach mal. Nein, das geht jetzt runter hier. So, erbeuten, retten. So. Wieder ein wenig Gas geben. Batz! Kriegst du noch einen mit? So. Mehr Segel, alle Segel! Ah, gut, Reisegeschwindigkeit können wir nicht. So, dann wollen wir jetzt mal den Weisen suchen. Wir müssen ja noch das Observatorium finden. Wer ist denn da durchs Bild gelaufen? So. Komm hier, wollen wir mal anlegen hier. Klippen vor Kraftsegel werfen! Ich suche nach Roberts. Kommt bald zurück, die Crew wird schnell unruhig hier draußen. Ach, immer mit Ruhe. So. Ab. Captain im Meer! Naja, schon klar. So, holen wir uns erstmal den Aussichtspunkt hier. Damit wir ein wenig Übersicht über das Ganze haben hier.
Na, Edward. So, hoch, hopp. Weiter. Einmal hier rum. Synchronisieren und dann wollen wir mal gucken, was hier los ist. So, gucken wir direkt mal auf die Karte. Was haben wir denn hier? Hier haben wir... Okay, was ist das hier? Treibhut. Was soll man damit nehmen? Keine Ahnung. Ja, komm, hier nehmen wir mal mit. Oh mein Gott. Nee, gegen. Ich dachte jetzt, weil er keinen Körper macht, bricht er sich jetzt gleich erstmal schön die Beine. Aber ging ja. Ah, drei Zucker. Da hat sich der Weg kaum gelohnt. Aber gut, Kleinvieh macht auch Mist. So, da vorne haben wir noch eine Kiste. Eine Schatztruhe. Mach mal auf. Einfach nur, damit ich's hab. Wo ist er? Da ganz oben, wie es aussieht, wa? Oder? Ich hab keine Ahnung. Wo müssen wir denn hier hin? Eigentlich. Ach, hier durch. Okay. Lass mich nochmal eben auf die Karte gucken. Okay. Edward? Was war das denn bitte? Ah, da fällt mir gerade was ein. Das passt, das sieht gut aus. Ja, ist schon klar. Halt die Klappe und geh zurück. Da liegen ein paar Pulverfässer. Die will ich auch ganz gerne nutzen. Na? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was geht denn mit euch ab, ey? Tickt doch nicht ganz frisch. Oh, das tut mir leid. Hat nicht so geklappt, wie ich das eigentlich wollte, aber ging auch. Was ist denn hier los? Na, ich würde gerne... Lass mich doch mal da hochgucken. Hier muss doch irgendwo... Da oben. Okay. Ich glaube, hier müssen wir sowieso hoch. Ja, müssen wir auch. Ah, warte. Warum hältst du dich da denn nicht fest, Mann? Edward. So, hopp. Klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Na, egal. Was ist denn hier passiert? Hopp, hopp. Mal erstmal die Kiste öffnen. Ah, okay. Captain Kenway. Ja. Yep. Schon wieder eine missliche Lage, Roberts. Wir sollten endlich damit aufhören. Hör auf, mir zu folgen und dein Wunsch wird wahr. Das ist doch nicht nötig. Du weißt, ich stehe zu meinem Wort. Unser Captain Howell starb heute bei einem portugiesischen Angriff. Der sture Narr. Ich warnte ihn nicht, an Land zu gehen. Das wurde inszeniert. Von den Templern Burgess und Cockram. Dieselbe Brut, die dich nach Havanna brachte. Ah. Ich fürchte, es macht keinen Sinn, vor den Templern zu fliehen, oder? Es ist wohl an der Zeit, zurückzuschlagen. Dieser Tonfall gefällt mir. Und ich weiß auch genau, wie. Doch diese Männer, Cockram und Burgess, die dürfen nicht entkommen und von meiner Flucht berichten. Niemals. Glaub mir. Falls du Männer von meiner Crew siehst, tu ihnen den Gefallen und schick sie her. Ich tue, was ich kann. Okay, das kriegen wir hin. Machen wir Doppelattentat auf die beiden. So wie das dann ja sein sollte. Oh, was ist mit dir?
Komm mal nach links. Zack. So. Jetzt lass mich erstmal gucken, wo die hier oben sind, die beiden, alles klar. Ich glaube, da müssen wir erst da rein, wa? Sieht zumindest so aus. Oh mein Gott. Ah, fuck. Warte. Guck mal nach links. Na toll, das war natürlich ein bisschen suboptimal. Ey, du. Ja, schon klar. Pass auf. Zack. Jetzt ins Kreuz, dann ist alles gut. Okay, und hier würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause. Und im nächsten Part geht es dann hier weiter. Ich verstecke mich derweil. Und da wollen wir mal gucken, wie wir die am besten platt machen. Naja, ob die die ganze Zeit so nebenher laufen, das wäre natürlich geil. Aber das sehen wir erst im nächsten Part, wie gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.